Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommen wird in Herrlichkeit, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns Gott in der Stille darum bitten, dass er sein Wort an uns segnet. Liebe Schwestern und Brüder, wir wohnen ja hier im Gebirge, im Osterzgebirge. Deswegen ist uns wohl vertraut, Berge stehen wirklich fest. Die sind unverrückbar. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in den Alpen war, wie mich das begeistert hat, dieses Gigantische, dieses Große. Wenn da ein Flugzeug vom Kurs abkommt, das zerschellt an den Felsen, aber dem Berg schadet das so gut wie überhaupt nicht. Und dennoch habe ich mal etwas ganz Besonderes, Kurioses gelesen. Vor einigen Jahren stand das in der freien Presse bei meinen Eltern in Zwickau, dass bei einem Erdbeben in der westjapanischen Hafenstadt Kobe, das hatte damals eine Stärke von 7,2 auf der Richterskala, also wirklich ein enormes Erdbeben. Und bei diesem Erdbeben hat sich der Berggipfel eines Berges, des Berges Maya, um 10 Zentimeter verschoben. Das muss man sich mal vorstellen, eine solche Naturgewalt, dass sich ein Berg um 10 Zentimeter verschiebt, das haben die Seismologen damals herausgefunden. Wir erinnern uns ja an die jüngsten Erdbeben, diese furchtbare Katastrophe in Syrien und der Türkei, wo tausende Menschen umgekommen sind, unter den Trümmern ihrer Häuser begraben wurden. Wochenlang, tagelang haben Rettungskräfte noch nach Überlebenden gesucht. Ganz viele Menschen sind obdachlos geworden. Wir haben das ja vorhin gehört und gesungen. Auch der Fels des Grabes, der Stein, der vor dem Grab Jesu liegt, der ist auch so ein Symbol für die Endgültigkeit des Todes. Das sagen ja auch viele Menschen. Manchmal, wenn ich Beerdigung vorbereite im Gespräch, frage ich immer zuletzt, wo denken Sie denn, wo der Verstorbene ist? Da hört man verschiedene Antworten. Viele Menschen haben Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Aber manche haben ja auch schon direkt ins Gesicht gesagt, aus und vorbei, der Tod, das ist endgültig, das steht fest wie ein Felsen, da kommt nichts mehr. Wir haben jetzt im Religionsunterricht Jesu Leidensgeschichte bedacht. Und da ist das letzte Bild, dass dieser Fels weg ist vom Grab. Das ist ein unglaubliches, gigantisches Ereignis. Das Grab ist offen. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist ja diese Symbolik. In dem Bibeltext, den wir heute als Predigttext vorgegeben haben, da sagt Gott, dass seine Gnade und Barmherzigkeit noch viel fester steht, viel beständiger ist als jeder Berg und jeder Hügel. Und das sagt Gott in eine Situation hinein, die überhaupt gar nicht zu dieser Verheißung passen will. Er sagt es dem Volk Israel bei Jesaja im 54. Kapitel. Ich lese uns einige Verse dieses Textes vor. So spricht der Herr: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade, die soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Amen. Der Herr segne an uns dieses, sein heiliges Wort. Ich möchte über drei kleine Punkte mit euch nachdenken. Gottes Gnade bleibt, auch wenn die Gegenwart uns daran zweifeln lässt. Das ist ein erster Punkt. Das Volk Israel ist im Exil, der Tempel ist zerstört, Jerusalem verwüstet, die Menschen leiden, sie werden teilweise unterdrückt, müssen Sklavendienst leisten. Und in diese Situation hinein spricht der Prophet Jesaja diese Worte. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Ich habe mein Angesicht ein wenig vor dir verborgen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Israeliten das vielleicht fast wie Ironie, fast wie Zynismus gehört haben und gesagt haben, was soll denn das bedeuten? Wir leben hier schon lange im Exil. Die Ersten sind schon von uns gestorben. Es gibt keine Aussicht, keine Hoffnung, dass wir jemals wieder nach Israel zurückkommen. Und du sagst uns, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt angekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele in Israel gefragt haben, wie soll denn das weitergehen? Wie will Gott uns denn wieder zurückbringen in dieses Land? Und der Prophet nennt ja auch den Grund. Er sagt, es ist eure Schuld. Eure Schuld, die ihr auf euch geladen habt, Gottes Zorn, der über eure Sünde entbrannt ist, das ist dran schuld, dass ihr hier in diesem Exil seid. Es ist Gottes Gerichtshandeln an euch. Wir tun uns ja immer schwer, über das Gericht zu reden. Ich erinnere mich noch, ich habe als Theologe vor dem ersten Examen bei einem anderen Studenten mit in der Prüfung gesessen, in der mündlichen, und der sprach davon, von einem Ausgang, dass Menschen gerettet werden, aber dass es auch ein jüngstes Gericht gibt, vor dem sich jeder noch einmal verantworten muss. Und da fiel die Professorin ihm ins Wort und sagte, glauben Sie wirklich daran, dass es irgendwann noch mal ein Gericht gibt? Ist nicht die Gnade Jesu für alle da? Und ich weiß noch, wie er Mühe hatte, dort zu begründen, dass in der Bibel, die ganze Bibel, alle Aussagen in der Bibel laufen darauf hin, dass wir Menschen uns noch einmal vor Gott verantworten müssen. Dass am Ende wir noch einmal danach gefragt werden, was hast du in deinem Leben gemacht? Wenn es das Gericht nicht geben würde, warum sollte Jesus dann gestorben sein? Warum sollte Jesus dann selbst die tiefste Gottesfinsternis erlebt haben, bis zu den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Schwestern und Brüder, das ist das Gericht, das Jesus an sich selbst spürt. Er wird von seinem Vater vollkommen verlassen. Er ist im Gericht für uns von Gott verlassen, geschlagen und er stirbt unseren Tod. Wir können schon sagen, wenn ich an Jesus glaube, mich an ihn festhalte, dann ist das Gericht bereits an mir vollzogen. Dann kann ich sagen, das Kreuz von Jesus Christus, sein Blut reinigen mich. Der Ankläger hat keine Chance, weil Jesus sich vor mich stellt und mich freispricht. Aber ich denke, auch wir erleben doch heute, wohin menschliche Schuld führt. Wir leben in Zeiten, in denen wir auch viel Leid erleben. Gerade jetzt in diesen Tagen fragen sich viele in Deutschland, warum haben zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren ihre 12-jährige Freundin grausam ermordet? Wie kann das sein? Was treibt Kinder in diesem Alter zu einer solchen Tat? Was hat sich da im Inneren abgespielt? Was hat sich da angesammelt an Hass, an Aggression, dass Kinder zu einer solchen Tat fähig sind? Mich macht das völlig ratlos. Und ich habe mich gefragt, wer steht den Eltern von allen Kindern bei? Alle Eltern. Wer hilft denen in ihrer Not? Wer gibt Antworten auf ihre Verzweiflung? Und ich frage mich, warum hat Gott hier nicht eingegriffen? Warum hat er das nicht verhindert?
Wieso war Gott nicht da, als dieser Mord passiert ist? Warum sterben so viele Kinder in Afrika an Hunger? Warum ist der Ukraine-Krieg immer noch nicht beendet? Wie kann Gott zulassen, dass die Frau eines guten Bekannten mit 35 an Krebs stirbt? Es gibt so viele Fragen. Und auch Israel, und ich denke, das müssen wir erstmal ernst nehmen, denen wird das Mühe bereitet haben, diese frohe Zusage, diese Verheißung Gottes anzunehmen und zu sagen, ja, das ist völlig klar, irgendwann wird alles wieder besser, irgendwann wird es schon auch einmal wieder bergauf gehen. Die Heilige Schrift sagt uns, wir sehen jetzt ein dunkles Bild wie durch einen Spiegel. Das heißt, wir verstehen vieles in dieser Welt nicht. Und ich denke, das sollten wir auch anderen zugestehen, wenn wir gefragt werden und ihnen sagen, ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Aber ich weiß, dass mein Leben und meine Gegenwart eingebettet sind in einen viel größeren Zusammenhang der Ewigkeit Gottes. Ich weiß, dass ich irgendwann Gott sehen werde und dass er mir erklären wird, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ich möchte Martin Luther zitieren, den großartigen Reformator. Der macht nämlich auch eine interessante Unterscheidung im Hinblick auf Gottes Zorn. Er sagt nämlich, er unterscheidet zwischen den fremden Werken Gottes und den eigentlichen Werken Gottes. Und er sagt, die fremden Werke Gottes, das ist sein Zorn, das will er eigentlich nicht tun. Aber Gott tut das aus Liebe zu uns. Auch aus Liebe zu uns muss er strafen, muss er auch manchmal im Zorn handeln. Ich möchte das mal an einem kleinen Beispiel illustrieren. Ich habe mal als Kind ein wirklich schlimmes Wort zu meinem Vater gesagt. Also ich will das jetzt hier nicht wiederholen, es war wirklich ein Schimpfwort. Und ich weiß noch, mein Vater ging schweigend, fast traurig in mein Kinderzimmer, machte den Schrank auf. Er nahm das Lieblingsspielzeug, was ich damals hatte. Das war ein alter Bagelit Pico Eisenbahntrafo. So ein schöner alter mit zwei Lampen und oben ein Kurzschlussknopf drauf. Mit dem Trafo habe ich mich täglich beschäftigt. Da habe ich alle Schaltungen angeschlossen, die ich zusammengebastelt hatte. Ich weiß noch, ich hatte da in einem alten Schaltbild von einem Fernseher entdeckt, wie man Spannungen vervielfachen kann. Wie man aus 12 Volt 12.000 Volt machen kann zum Beispiel. Also das war schon ganz schön krass, indem man Dioden und Kondensatoren hintereinander schaltet. Später habe ich dann gelernt, dass man das Willard-Schaltung nennt, als ich Radio-Fernsehtechniker in der Ausbildung war. Und dieses, da konnte man Lichtbögen und Funken erzeugen und schöne Späße damit machen, konnte sich aber auch einen gewaltigen Stromschlag abholen. Und dieser wunderbare Trafo, den nahm mir mein Vater weg für viele Wochen, vielleicht 10 Wochen, also es war ein halbes Jahr oder so ungefähr. Aber das, daran erinnere ich mich bis heute. Weil dieses Ereignis, das hat sich bei mir eingebrannt, da habe ich gemerkt, Mensch, Junge, du hast hier eine Grenze überschritten. Wie kannst du sowas zu deinen Eltern sagen? Und das ist wichtig, dass wir Grenzen in unserem Leben lernen. Das ist auch für die Kinder heute unabdingbar zu wissen, wo ist die Grenze? Denn eine Grenze ist ja zugleich auch ein hilfreiches Geländer, damit ich mich im Leben zurechtfinden kann. Es ist wichtig zu wissen, bis wohin kann ich gehen, wo ist die Grenze, wo geht es nicht weiter. Und ich muss sagen, im Nachhinein danke ich meinem Vater heute, dass er das damals gemacht hat, so sehr ich mich geärgert habe, weil ich weiß, so kannst du mit einem erwachsenen Menschen nicht sprechen. Und so ähnlich ist das mit Gott. Ich denke, Gottes Strafe, sein strafendes Handeln, das will uns zu ihm zurückleiten. Das will uns sagen, Mensch, pass doch auf, du bist auf einem falschen Weg. Du gehst in die Irre, du verirrst dich in der Dunkelheit. Kehre doch um zu deinem himmlischen Vater. So kann auch manchmal Gottes Schweigen, wenn wir das Gefühl haben, Gott redet nicht mehr. Vielleicht will er uns gerade damit etwas Wichtiges sagen.
Ich habe mal gelesen von Gertrud von Lefort, die hat geschrieben, wenn Gott lange schweigt, dann will er reden. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, aber ich denke, Gottes Schweigen, das will uns sensibel machen, das will uns hellhörig machen, das will uns einstimmen auf eine bestimmte Form seines Redens. Und das macht hier der Prophet Jesaja bei den Israeliten. Er will sie vorbereiten, er will sie sensibel machen für Gottes Reden, für sein Heil, das auch in diesen Zeiten der Not gilt. Und damit bin ich bei einem zweiten Punkt. Gottes Gnade bleibt, weil Gott sich in der Vergangenheit dafür verbürgt hat. Und Sie haben das gehört in dem Text, hier wird zurückgegriffen auf Noah. Damals hat Gott gereut, dass er alles geschaffen hat und er hat die Schöpfung fast zurückgenommen. Alles Leben ist untergegangen, außer Noah, seine Familie und von allen Tieren jeweils zwei Paar, also jeweils zwei Tiere. Und Gott hat das gereut. Er hat Noah gerettet, er hat ihn wieder auf Land treten lassen und er hat einen wunderbaren Bund geschlossen mit Noah, in dem es heißt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt, nach Noah bindet Gott sich an seine Schöpfungsordnung und er sagt, ich garantiere euch, ich werde diese Welt nicht noch einmal vernichten. Ich werde meine Ordnungen, meine Gesetze aufrechterhalten. Damals hat er dafür gesorgt, dass Israel weiter besteht. Und wir wissen, dass er auch die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt hat nach Israel in ihre Heimat, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde, dass sie ihr altes Leben wieder zurückbekommen haben. Gott hat sie von der feindlichen Macht in Babylon befreit. Und ich denke, wenn wir heute auf das Kreuz von Jesus schauen, auf das wir zugehen in diesen Tagen mit großen Schritten, dann merken wir, dass Gott uns noch von viel mehr befreit hat. Dann merken wir, dass Gott uns von allen Finsternissen, allen finsteren Mächten und auch aus der Gewalt des Todes befreit hat. Dass Gott uns garantiert, in Liebe und Zorn kann uns nichts von ihm trennen. Nicht die Welt, nicht die Menschen sind anders geworden, aber Gottes Verhältnis zu uns, die Gott-Mensch-Beziehung, die Ich-Gott-Beziehung, die hat sich grundlegend verändert seit Jesus. Wir erleben Schreckliches und das brauche ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie wissen das alle, wenn wir täglich Nachrichten hören, was da immer alles wieder auf uns einströmt. Aber wir dürfen wissen, Gott setzt mit seiner Menschheit in Jesus Christus einen neuen Anfang, der für uns leidet und für uns stirbt. Johann Andreas Rode dichtet, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Das ist immer so ein schönes Bild, der Anker. Auch hier in Liebenau, wenn Konfirmation ist, hängt hier oben immer der Anker an der Altarkanzel. Das finde ich immer ganz toll, phänomenal. Der Anker Jesus Christus, dort sollen wir unser Leben festmachen. Das ist der Anker, von dem Gott sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber Jesus bleibt. Er ist der Ewige, er ist der Auferstandene, er ist der Heiland, der Retter. Zuletzt wird Gott triumphieren, zuletzt wird Gott das Leid besiegen. Auch wenn uns das manchmal schwerfällt, an einem Sterbebett daran festzuhalten, auch wenn das den Leuten in Freudenberg sicherlich in diesen Tagen schwerfällt, das zu glauben, die ein Kind verloren haben und zwei andere, die wahrscheinlich erstmal untergebracht sind in einem Heim, in einer Psychiatrie. Wir dürfen daran festhalten, Gott hält diese Welt in seiner Hand. Gottes Gnade bleibt, damit wir stets eine Zukunft haben. Das ist der kurze dritte und letzte Punkt. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Gottes Gnade steht über unserem Leben. Sie
bleibt. Das hat das Volk Israel erfahren. Da wird ja hier von einer Sammlung gesprochen. Gott möchte sein Volk sammeln in der heiligen Stadt Jerusalem. Er will den Tempel, der soll wieder aufgebaut werden. Die Schutthaufen werden weggeräumt. All das wird in der Bibel beschrieben. Und Gott bietet uns heute in seinem Sohn Jesus Christus diese selbe Gnade an. Seine Gnade wird sich durchsetzen, wie schwer die Zeiten auch sind. Bei allem Werden und Vergehen steht sie fester als jeder Berg und verheißt uns eine Zukunft auch über die Gegenwart hinaus. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unser menschliches Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.